Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Seven Days to Die. Genau. No. Ich bin immer wieder am Auto zu liegen. Ist oder gut. Immer noch. Liegen einige rum. Das ist gut, das ist gut. Oh, sind 6 Tanksäulen zum Abbauen. Okay. Da dürften ein paar gute Sachen dabei sein. Zeug. Oh. Sensor. Zubehör. Automatischer Geschützturm. Robotikgeschützturm. Später. Hier, wo war das Finder? Ein paar Sachen mehr schon, feuern schneller und laden drum mehr nach. 2:10 auf A erhöht. So, hab eine ganze, ganze Tankstelle abgebaut. Ich würde sagen, das ist gut. Ja, möglich. Gut. Wenn du zurückkommst, ich habe ein Geschenk für dich. Oh. Na, ich habe erstmal den Shop. Okay, hier sind wieder viele Zombies drin. Im Shop. Wie wollen wir da jetzt noch rauskriechen aus dem Ding hier? Bleib am Boden. Dankeschön. So leicht verdient man sich einen Fähigkeitspunkt. Oh, da ist noch ein Zombie. So. Wo wollte ich einen reinschicken? Ach, genau, bei leichte Rüstung. Hey. Oh, und Zombie. No. Ja. Schlussendlich, man sieht die ganze Zeit keinen einzigen Zombie und auf einmal kommen sie alle aus einem Loch gekrochen. Normales Zombie-Verhalten. Hm. Ganz normales Zombie-Verhalten.
Yep. Jetzt wohl noch hier verbirgt. Hier ist ein großes Loch im Boden drin. Okay. Da kann ja nur was Gutes unten drin sein. Ich muss mich angewöhnen, etwas zu trinken dabei zu haben. Oh, doch nicht so gut hier unten. Obwohl, ein Werkstattwagen ist hier. Könnte gutes Equipment drin sein. Ein paar Sachen zu essen. Mal sehen, was ist denn da drin? Ah, natürlich. Nichts Gutes. Naja, dann suche ich mir mal das nächste Gebäude. Ja. Wo war ich denn noch nicht? Ah, okay, da habe ich alles noch nicht gelootet. Ich will noch ein paar Leichen am Boden aufsammeln. Wegen dem ganzen Nitrat. Und da stehen Schilder Zombies rum. Ah, hier. Ups. Ah. Oh, dicke fetter Schulbus. Den werde ich abbauen. Gut, mach das. Zombies bei uns. Mach sie alle. Hüle ihm die Scheiße aus dem Leib. Oh shit. Jetzt geht's ab. Ja. So. Oh, also in diesem Gebäude ist mindestens ein Zombie drin. Natürlich muss ich erst mal abwarten, bis ich wieder Stamina habe. Das ist doch immer wieder gut, Stamina. Ja. Hallo Zombie. Und gute Nacht. Hallo Zombie Nummer 2. Und gute Nacht. Oh. Ist gut, was haben wir sonst noch? Zombie Nummer 3 ist draußen. Schön. Schienengewehrteile brauchen wir nicht. Hey nun. Ja. Jutika brauchen wir nicht. Das andere brauchen wir nicht. Ja. Hier ist ganz viel Nahrung. Oh, Level 6 Helm. Was für ein Helm? So ein... Alte Eisenhelm, aber Level 6 halt. Ja. Das ist gut. Ja.
Gut, ich sollte weitermachen mit meinem. Mit dem, was ich am Machen war. Mach das. Aber wenn ich du wäre, würde ich zurückkehren, um dein Geschenk anzusehen. Ach so. Na, ich bin nur kurz wegen Munition abholen. Und Zombies abwehren. Echt einige außerhalb von mir. Im Gebäude. Also, die möchte ich den Bus noch mitnehmen. Ja, ja. Ist ja nur kurz, aber Bus ist Bus. Oh. Oh, selbstgebautes Gewehr. Mensch, das. Es wird spaßig, wenn wir dann nicht die selbstgebauten Sachen haben, sondern die echten Sachen. Oh ja. Obwohl ich die selbstgebauten Sachen eigentlich auch nicht mal so schlecht finde. Die haben leider nicht so viel Kapazität wie die anderen Sachen. Und brauchen länger zum Nachladen. Leider ist ja Dingsgraben nicht gerade die spannendste Aufgabe, aber die muss erledigt werden. Leider war. Bus war da, Bus ist weg. Okay. Hunger. Haben wir einen Punkt? Oh, noch ein Auto. Mensch, echt viele Autos. Die müssen alle weg. Die müssen alle weg. Ich habe einen Bauplan für den AK-47. Hast du den auch schon gelernt oder noch nicht? Das weiß ich gerade von hier aus nicht. Okay, dann nehme ich einfach mal mit. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Jep. Das hier? Oha, das sind gerade einfach zwei Zombies genau vor mir gespawnt. Okay. Ich dachte, ich hätte was gehört. Was treibst du da bei dir? Ach, hier sind noch ganz viele Zombies
um mich rum. Um die Okay. muss ich mich natürlich kümmern. Ja, das ist klar. So. Was ist der letzte? Lass ich so an. Okay, ich komme nur langsam zurück. Gut. Mit einem gut gefüllten Inventar natürlich. Das ist klar. Ach, hier stehen auch noch so viele Autos. Oh, muss ich alle erstmal stehen lassen. Manu. Mit dem Moment würde ich sagen, ja. Oh. Nur die verrottenden Leichen auf dem Boden lasse ich nicht da. Die nehme ich alle mit. Ja. Du brauchst ja das, wie heißt das Zeug? Nitrat? Genau. Genauso wie diese ganzen Mailboxen, was hier rumstehen. Könnten ein paar gute Sachen dabei sein. Ein paar gute Bücher. Ja. Ich habe gerade dreimal das gleiche Buch bekommen. Ah. Aber zum Glück kann man die ja für 100 verkaufen. Wenn du den Handbohrer oder so findest, Erdbohrer, genau so heißt das Teil, sag Bescheid. Yep. Das kann ich dann bauen und dann macht es. Sehr schön. Das Zeug wird weggeknuspert. Es gibt kein Morgen. Ja. Mensch, das Haus hier ist ja noch nah bei uns und hier steht noch ein Auto. Also das kann ich so nicht stehen lassen. Stahlschaufel, was braucht man dafür? Stahlschaufel. Das muss ich erst lernen. Ernsthaft? Dafür braucht man Stahlwerkzeugteile und die kann man nicht selbst bauen, oder? Wahrscheinlich eher weniger. Nee. Doch ein paar Dörfer raiden. Das finde ich so schade, dass ein paar Sachen, ja, es versucht zu erzwingen, dass du in die Stadt gehst und Sachen plünderst. Eben diese Teile. Aber gut. Wenn es so ist, dann ist es so. So. Weil das ist der erste Blutmond. Was sehe ich denn da? Wo? Zwei Drahtesel. Ja, das rote ist meiner. Das soll rot sein? Bei mir sieht das irgendwie aus wie so ein leichtes Pink. Theoretisch sollte das rot sein. Okay, sagen wir, es ist rot. Ja, danke. Immer gerne doch. Noch zum Einschmelzen. Eigentlich? Was ist das? Was? Ich habe mich nur gefragt, was ich gerade noch so zum Einschmelzen hatte, aber ich habe eigentlich alles in die Kiste reingelegt. Also, wenn du beim Fahrrad E gedrückt hältst, wirst du dann ein Menü sehen. Dort kannst du zum Beispiel auswählen, was war's? Inventar oder so. Da
Dann hast du einen kleinen Bereich, in dem du Sachen reinpacken kannst. Okay. Schau ich mir gleich nochmal an. Da, aufbewahren. Sieht aus wie ein Geldsack. Warte, dann ich muss jetzt mal ein Zeug loswerden. Da hast du 9 Plätze. So, warte, ich komme mal kurz runter. Ja. Ach ja, by the way, ich habe hier noch 3 Sachen für dich. Ja. Also hier und das da. Spaß damit. Oh, sehr gut, ich kann beides lernen. Ah, schön. Ach jawohl. Und schönes Inventar. Oh. Ah, wird mit Schauen gesteuert. Verstehe. Ja. Soll ich die Tür aufmachen? Ja. Los. Blitz wie der Wind. Man verbraucht recht wenig Ausdauer, wenn man schnell fahren will. Das ist gut. Schon gegen Erde. Das ist zu wenig. Ja, man kann auf jeden Fall gut voran. Oh, da ist ein Zombie. Kann ich den überfahren? Nein. Aber man kann schnell absteigen, das ist schon mal schön. Kann man sich schnell um die Plagen kümmern. Macht es noch? Wir erkunden mal, wie groß die Stadt jetzt überhaupt ist hier. Vielleicht finde ich noch ein paar Mailboxen auf der Straße. Oh ja, tatsächlich. Mensch, hier sind da echt viele Autos zum Abbauen. Das ist sehr gut. Hast du die Abbaufähigkeit gelevelt? Ja. Sehr gut. Boah, hier sind wirklich viele Autos. Noch besser. Ich glaube, ich komme jetzt lieber nach Hause, bevor es dann hier ein wenig zu spät wird. Wo ich mir manche Sachen hier nicht hingegen lassen kann. Wenn hier schon mal eine Tankstelle steht, dann muss ich die abbauen. Ja. Da kriegt man ja gleich die Barren raus, was ja echt schön ist. Oh, da steht ein großer Bus. Hohoho. Oh, das ist ein Hirsch. Ja, ein Hirsch ist immer gut. Jupp, und mit einem Schuss getötet. Echt schlecht. Du bist langsam zum Robin Hood. Wir waren Mechanikteile. Das habe ich gesucht. Oh, so ein Hirsch kriegt man echt nicht viel Fleisch raus. Nee? Dafür sehr viele Knochen.
Oh, hier sind ganz viele Mailboxen. Okay, ich habe zwei Bücher, die ich dir gleich mitnehmen kann. Das ist gut. Ja, du glaubst echt nicht, wie riesig diese Stadt ist. Doch. Ich das Spiel schon ein paar Mal gespielt habe, also. Okay, na dann. So. Typen jetzt niederknüppeln. Kommen aber echt viele Zombies her. Zombie, ich sehe dich in der Ecke. Komm raus. Lass mich nicht so blöd anschreien. Oh, du hast gerade einen Schreier. Was? Nein. Ah. Ich dachte, weil du gesagt hast, musst nicht so schreien. Ach so, nee, normaler Zombie soll aufhören zu schreien. Ach so. So, ich bin auf dem Rückweg. Gut. So viel zu looten. Ja, das ist doch gut. Ja. Haben wir was zu tun? Ja, genau. Jetzt ein bisschen Kleber. Wir haben hier tonnenweise Knochen. Na, wo war das? Hier Klebstoff. Das Fahrrad kann man ja auch wieder mit dem Hammer reparieren, oder? Das weiß ich gerade nicht. Okay. Mensch, und schon bin ich wieder zu Hause. Ich war 500 Meter weg, ne? Ah, das geht schnell. Echt schnell, ja. Schnell wie der Wind. Also nur so, Blutmond, ich werde mit meinem selbstgebauten Gewehr oben auf den kleinen Ausguck gucken und runterschießen. Ja, das ist gut. So, wo bist du? Komm mal schnell zu dir. Komm mal runter. Ja, ich bin runter. Ja. Schau mal, ich habe hier zwei Sachen für dich vielleicht ganz zu verwenden, wenn du das verkaufst. Ja. Eins kann ich, den anderen nicht. Okay. So. Ist ja schon mal ein Anfang. Ja. So, das Nein. rein, da, das hier rein. Also wir haben wieder ein bisschen Fleisch, was du verarbeiten kannst. Ja. Kochen, dafür brauchen wir Stufe. So schnell schaffe ich das nicht. Ah, wie viel Benzin haben wir denn? Ja, das brauchen wir dann für die Fahrzeuge. Ja. So, oh ja. Das sind schon mal zwei Zombies außen. Drei, vier. Es ist noch kein Blutmond. Ja, aber es sind nur welche draußen.
Die stehen gerade vor unserer Tür, ne? Nur mal so. Ja. Lass die Tür ganz. Wie seid ihr hier reingekommen? Ist der reingekommen? Da ist einer reingekommen und ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Okay, man kann das Fahrrad nicht mit den Hammer reparieren. Ja. Okay. Merkst du was an deinen Lebenspunkten und Energie? Oh, um einiges höher. Ja. Doch was ist das denn? Was hast du getan? Was hast du mir gegeben? Nichts gegeben. Jetzt. Sieht's jetzt aus? Hä? Hat sich nichts verändert? Nichts verändert? Okay, die Frage ist. Wer sich in deiner Nähe befindet, wird inspiriert. Verbündete erhalten in deiner Nähe 20 Gesundheit und Ausdauer mehr. Das ist cool. Und du bist ein Teamleiter und deine Inspiration für deine Mitmenschen. Block- und Nahkampfschaden werden für Verbündete in der Nähe um 20% erhöht. Problem ist, wie es scheint, gilt das nicht für mich. Schade. Sehen auf jeden Fall schon mal da, bei der Tür ist einer drin. Wann fängt der Blutmond an? Um 0 Uhr, oder? Nee, am 7. Tag. Wir sind erst am 6. Ach so, ich hätte gedacht, auf den 7. Tag. Okay, gut. Nee. Du wirst es gleich merken. Oh, der Zombie macht schon... Tür ganz schön kaputt. Aber sonst sehe ich bis jetzt noch draußen keinen. Nur der eine in der Tür. Weapon ready. Wenn ich jetzt erst merke, dass Anvisier mit einer Waffe Stamina verbraucht. Was? Oh ja. Okay. Was sind sogar zwei da drin? Oh, der ist aber schnell unterwegs. Na gut, mach sie fertig. Mach ich. Snipe sie weg. Mit Iron Sights. So, was haben wir Schönes? Oh, ich sehe gerade, das war's für diese Folge. Hab Bescheid, hast erledigt. Sehr gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.